Das Landgut Serednikowo. Der große russische Dichter Michail Jurjewitsch Lermontow kam am 15. Oktober 1814 in Moskau zur Welt. Er stammte aus einer Adelsfamilie. Der Vater war Hauptmann im Ruhestand, die Mutter starb früh. Nach ihrem Tod lebte der Junge auf dem Landgut seiner Großmutter mütterlicherseits, Elisaweta Alexejewna Arsenjewa. Früher hieß dieser Landsitz mit zugehörigem Dorf Tachani, heute Lermontowo. Er liegt in der Oblast Pensa. Nun besuchen wir aber einen anderen Ort, der eng mit dem Leben des Dichters verbunden ist, das Landgut Serednikowo nördlich von Moskau. Auf diesem Landgut, das damals dem Bruder seiner Großmutter, dem Generalmajor Dmitri Alexejewitsch Stalypin gehörte, verbrachte Lermontow während seiner Jugend in den 1830er Jahren die Sommermonate. Die Großmutter behütete den begabten Jungen und ließ ihm eine umfassende Bildung zukommen. Gemessen an seiner kurzen Lebenszeit hinterließ Lermontow ein ebenso umfangreiches wie reifes Werk. Neben seinem poetischen Werk ist Lermontows Roman Ein Held unserer Zeit ein Meisterwerk der russischen Literatur. Der Vertreter der russischen Romantik starb bei einem Duell im Kaukasus. Er wurde nicht einmal 27 Jahre alt. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde das Landgut verstaatlicht. Im August 1919 erholte sich hier der kommunistische Politiker und Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin. 1946 wurde ein Sanatorium für Tuberkulosepatienten auf dem Landgut eröffnet. Es wurde nach Lermontows Verserzählung Ziri benannt. 1992 erwarb das Lermontow-Zentrum Pachtrechte an dem Landsitz und restaurierte die Innenräume des Anwesens. Der holzgeschnitzte Treppenaufgang ist besonders kunstvoll. Er führt hoch zu einem ovalen Musikzimmer mit bemalter Decke. Geflügelte Figuren, die von Lermontows Verserzählung »Der Dämon« inspiriert sind, schweben auf Wolken über dem Klavierflügel. Das neoklassizistische Gutshaus ist durch Säulengänge mit seinen vier Flügeln verbunden. Das mit alten Bäumen gesäumte Gelände ist frei zugänglich. Sein idyllischer Teich, die Steinbrücken, die Lindenalleen, die großen alten Bäume sowie die einladende Teestube allein sind schon einen Besuch wert. Mit seiner romantischen Atmosphäre ist das Landgut die ideale Kulisse für Heiratende. Viele Brautpaare kommen hierher, um Hochzeit zu feiern und schöne Hochzeitsfotos zu machen. 7 Minuten zu Fuß von Serednikowo entfernt gibt es noch eine Touristenattraktion, Pilgrimporto, alte Filmkulissen einer mittelalterlichen Stadt, die man nun besichtigen kann. An diesem ehemaligen Drehort sind Filmdekorationen zu sehen, die nach Abschluss der Dreharbeiten zu einer russischen TV-Serie nicht abgebaut wurden. Eine komplette englische Kleinstadt des 18. Jahrhunderts, insgesamt 40 Gebäude, darunter eine Taverne, eine Kirche und ein Gefängnis mit einem Richtplatz. Besonders beeindruckend ist ein riesiges hölzernes Piratenschiff, das man auch besteigen darf. Verbinden Sie Ihren Besuch von Serednikowo mit dieser ungewöhnlichen Attraktion und Sie werden diesen Ausflug nie vergessen.